präsentiert Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger. Zapiano bietet dir eine riesige Auswahl an erstklassigen Online-Klavierkursen. Stelle nun deine Fragen rund ums Klavierspiel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Klavierfreunde, zu einer weiteren Ausgabe von Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger. Ich bin der Gründer von zapiano.com sowie auch klavierlernen.ch. Ich werde immer wieder Montagabend um 20 Uhr live hier zu sehen und zu hören sein. Ich werde immer wieder ein Thema vorbereitet haben für euch. Und natürlich könnt ihr mir immer Fragen stellen. Also ihr habt hier zwei Möglichkeiten von Chat zur Verfügung. Das eine ist, ihr könnt das Video auf YouTube sehen, respektive auf einer der Websites, zapiano.com oder klavierlernen.ch unter Live-Piano-Coaching. Oder seid direkt auf dem Facebook, auf Zapiano und könnt mir da Kommentare hineinschreiben. Alle YouTube-Kommentare, die werde ich selber hier persönlich anschauen und da auch beantworten. Und alle Facebook-Kommentare, die wird der Andreas Brix beantworten. Den Andreas, den kennt ihr vermutlich schon. Das ist mein super irre fleißiger Moderator in meinen Facebook-Gruppen und der beantwortet auch viele E-Mails von mir und der macht einen super tollen Job. Also, jetzt zunächst einmal allen ein gutes neues Jahr 2018. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar Vorsätze gefasst fürs Klavierspielen, dass ihr so ein bisschen mehr an die Tasten greifen wollt als im 2017, weil mehr bedeutet einfach längerfristig, dass ihr einfach erfolgreicher spielen könnt, dass ihr das im Klavier natürlich auch besser hinkriegt mit der Zeit. Das ist auch das Ziel. Und das soll ja nicht nur ein Vorsatz sein, sondern ich würde euch empfehlen, dass ihr euch wirklich konkrete Ziele setzt. Ich habe in den letzten zwei Live-Piano-Coachings im Dezember noch habe ich Zielsetzung als Thema gehabt und heute habe ich ein ganz anderes Thema, das heißt die verflixte Stelle. Mehr dazu gleich. Dann möchte ich noch was mitteilen, was sehr erfreulich ist, was mich durch Ihre freut. Vermutlich habt ihr das schon gesehen, ich habe im Dezember ein Newsletter rausgelassen. Da geht es darum. Ups, sieht man das? Ja, da. Also, das bedeutet, Zapiano ist ab Dezember offizieller Partner von Kawai. Und falls du jetzt ein Kawai-Piano zu Hause hast, das kann auch hier ein älteres Modell sein, es spielt überhaupt keine Rolle, dann hast du Anrecht auf einen Klavier-Einführungskurs von Zapiano. Wie das funktioniert, das siehst du auf der Homepage kawai.de oder auch auf zapiano.com. Da steht es auch drauf. Okay. So, dann ihr könnt ja mal kurz Hallo sagen. Ich sehe, da sind relativ viele Kommentare aus Österreich, aus Berlin, aus Cuxhaven ist da jemand. Nicht, dass ich jetzt wüsste, wo das genau ist, aber es hört sich irgendwie gut an. Aus Österreich, ja, super. Hallo. Also schreibt doch mal kurz, wenn ihr hier seid, Hallo, von wo ihr seid. Und denkt dran, also ihr könnt Fragen stellen. Das kann zu diesem Thema sein oder das kann auch irgendwas anderes sein. Das spielt mir eigentlich keine Rolle. Und ich probiere einfach alles möglichst zu beantworten, so gut wie ich es kann, natürlich. Alles lässt sich vermutlich hier nicht beantworten. Das ist immer ein bisschen schwierig natürlich, weil die Fragestellung zum Teil auch mehrere Antworten auch offen lassen würde. Das denke ich, das liegt eine Sache der Natur. Jetzt zuallererst, ich habe euch das Thema schon genannt, das heißt die verflixte Stelle. Ich habe im Sommer eine Umfrage gemacht und habe ich euch also gefragt, was hättet ihr denn gerne so für Antworten in diesen Live-Piano-Coachings? Und jemand hat geschrieben, die verflixte Stelle. Das ist der Moment, wo du irgendein Stück spielst, wo du sagst, da stolpere ich immer wieder darüber, ich kriege das einfach nicht hin und immer wieder dasselbe. Man beginnt wieder von vorne zu üben und denkt schon, ah, jetzt kommt sie dann gleich die Stelle. Und haben wir gedacht, ja, ich denke, das ist ein Riesenthema für viele und das möchte ich hier konkret mit euch anschauen. Und ein User, ich weiß leider den Namen nicht mehr dieser Person, das war ein Herr, das weiß ich noch, der hat mir da sowas gesandt, ein Notenblatt, und er hat mir ganz konkret gesagt, schau mal, über diese Stelle da, über diese stolpere ich ständig. Wie kriege ich das hin? Und ich weiß leider den Namen jetzt nicht mehr, ich habe zu viele E-Mails derzeit, du bekommst jetzt eine super ausführliche Antwort von mir. Ich werde das von allen möglichen Seiten beleuchten, gemäß der Zapiano-Methode, wie man sowas in den Griff kriegt. Und ihr zu Hause, ihr könnt jetzt das Notenblatt herunterladen. Ich gebe euch gleich die Links und dann habt ihr ein bisschen einen besseren Zugang dazu. Also, ich gebe jetzt euch die Links. Falls ihr einen Klavierkurs habt auf klavierlernen.ch, dann nehmt doch bitte diesen Link. Ich habe diesen jetzt hier im YouTube-Chat da eingeblendet. Da könnt ihr das herunterladen, dieses Notenblatt. Und wenn ihr das jetzt diesen Livestream auf Zapiano seht,
dann nehmt doch bitte diesen Link. Das hat einfach den Hintergrund, ich habe da zwei getrennte IT-Systeme und das führt sonst ein bisschen zu Chaos. Wenn sich die Leute da mehrmals registrieren auf beiden Websites, dann würdet ihr meine Informationen einfach doppelt bekommen. Wäre nicht so cool, ist klar. Okay, ich gebe euch kurz ein Beispiel. Mal schauen, ob ich das... Genau, okay. Ich werde es mal kurz vorspielen. Ich habe jetzt einfach den ersten Teil dieses Stückes gespielt. Also ich habe das hier gespielt, ich zeige es hier auch nochmals. Also am besten ladet ihr es runter, dann habt ihr am meisten davon. Und auch diejenigen, die sagen, oh, viel zu schwierig, ich kann keine Noten lesen, geht überhaupt nicht. Ladet es trotzdem herunter, weil ich werde jetzt nicht ganz explizit hier auf die Noten eingehen, sondern ich zeige euch Konzepte, ich zeige euch Überprinzipien, wie ihr solche Sachen in den Griff kriegt. Okay, haben Sie ein paar schon runtergeladen? Okay, der Tobias, ja, hallo. Hallo aus Osnabrück. Hallo. Hallo aus Zürich. Ah, da helft ihr euch ja schon. Das ist ja super. Ah, ich habe noch hier eine Aufdrehung in diesem Link. Ah, ja, ich sehe es jetzt. Also, ich füge den Link nochmals ein zur Sicherheit. Ah, klar, logisch. Also, wenn ihr Schüler seid auf klavierlernen.ch oder ihr schaut das auf der Website klavierlernen.ch, dann könnt ihr diesen Link benutzen. Ich habe es jetzt nochmals hier richtig eingefügt. Okay, ihr könnt euch Fragen schon mal stellen, vorbereiten oder allgemein kennt ihr die Situation, ihr übt irgendein Stück und denkt, oh, jetzt kommt an diese Stelle, jetzt kommt sie, kommt euch das bekannt vor, das würde mich mal interessieren. Mal schauen, was da noch kommt am Chat. Okay, bis jetzt noch nichts. Also, folgendermaßen. Der User schreibt hier, oder mein Kunde, der schreibt hier, diese Stelle, die kriege ich nicht hin. Und die meisten, wenn sie so etwas üben, wenn sie so etwas vor sich haben, dann kommen so diese leichten Angstzustände. Jetzt kommt dann die Stelle. Und meistens, wenn man schon diese Angstzustände in sich drin hat, wird man sich verspielen. Das liegt auch ein bisschen in der Sache der Natur. Und was die meisten machen, ist, sie gehen wieder zurück und dann beginnen sie einfach nochmals von vorne. Und dann nochmals und dann nochmals. Und mit der Zeit ärgert man sich immer noch mehr. So der innere Status, der wird so ein bisschen super ärgerlich mit der Zeit. Und irgendwann nimmt man das Blatt und sagt, Mensch, kriegt es nicht hin und wirft es weg und lässt es sein. Kommt dann vielleicht später nochmals hin. Aber die Übungssession im Klavier, die ist dann abgebrochen worden mit dem Ärger und das Gefühl, das sich dann einstellt, ist nicht besonders positiv, weil du wirst vermutlich später wieder so ein bisschen dieses Ärgergefühl mit dem Klavier oder deiner Unzulänglichkeit, deinem Fehler machen, hier wieder kombinieren und das ist etwas, was ich dir nicht wünsche. Also ich wünsche dir, dass du möchtest kreativ und mit Muße Klavier spielen und Klavier üben kannst. Total wichtig, weil nur dann wirst du längerfristig hier spielen können und nur dann wirst du längerfristig erfolgreich sein und wirklich cool spielen können. So, okay. Okay, da kommt schon eine Frage. Die hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber kein Problem. Wie viel Geld würdest du für ein Keyboard bezahlen, wenn man als Anfänger was sucht, um Klavier zu lernen? Das ist eine gute Frage, die kriege ich viel gestellt. Ich würde dir Folgendes empfehlen. Lunis. Kaufe kein Keyboard. Unter Keyboard versteht man so ein kleines Dings. Das ist kleiner als das, was ich jetzt hier habe. Ich habe ein Digitalpiano hier. Und ein Keyboard ist etwas relativ Spielerisches. Da hat es viele Knöpfe da, wo man so Begleitrhythmen mitlaufen lassen kann. Und vor allem die Tasten, die sind ein bisschen kleiner, diese Tastatur. Und die Tasten, die sind in der Regel auch nicht gewichtet. Die haben da überhaupt keinen Widerstand, wenn man sie hinunterdrückt.
Und der Spielspaß, der wird längerfristig vermutlich da nicht erhalten bleiben. Das ist eher so ein bisschen was Spielerisches. Es sei denn, du möchtest dich entwickeln in Richtung Alleinunterhalter, ein bisschen Knöpfe drücken und dann ein paar Melodien spielen. Das wollen aber die meisten meiner Schüler nicht. Also die meisten meiner Schüler, die wollen nur Klavier spielen lernen. Das ist auch das, was ich unterrichte. Also ich würde dir abraten von einem Keyboard. Was ich dir aber empfehlen würde, ist zunächst einmal, dass du ein Digitalpiano, ich würde ein Digitalpiano mieten. Zunächst vielleicht für etwa 6 Monate. Ich mache das vielfach mit meinen Schülern, dass ich meinen Schülern, ich habe zum Teil auch ein paar Einsteigerpianos bei mir, die vermiete ich auch für 6 Monate. Und dann sage ich den Leuten auch, nimm doch gleichzeitig einen Kurs, einen Online-Kurs von mir für 6 Monate. Weil 6 Monate ist eine gute Zeit, wo du dich vertraut machen kannst mit dem Ganzen, wie funktioniert das, macht mir das Spaß, ist Klavierspielen etwas für mich oder auch nicht. Und nach 6 Monaten, dann machst du nochmals eine Standardbestimmung. Wenn du sagst, Klavierspielen, haben wir es ein bisschen anders vorgestellt, kein Problem, dann gibst du das zurück. Ich denke, das kannst du auch bei jedem Fachgeschäft so machen, du kannst das Digitalpiano zurückgeben und hast so nur eine geringe finanzielle Investition getätigt. Wenn du aber sagst, das ist eine coole Sache, erst dann würde ich dir empfehlen, dass du ein Digitalpiano kaufst. Und dann würde ich dir ein Digitalpiano empfehlen in der mittleren Preisklasse, das bewegt sich dann zwischen 3.000 bis 4.000 Euro. Da spricht man so von mittleren Preisklasse. Es kommt auch ein bisschen aufs Budget drauf an. Das ist wie bei den Autos, nach oben ist es offen. Du kannst auch einen Flügel kaufen für 100.000 Schweizer Franken oder Euro. Das ist auch möglich. Aber so mit dem guten Mittelklasse Digitalpiano wirst du gut dabei sein. Ich spiele hier zum Beispiel ein Kawai CA97. Das neueste Modell, das jetzt herausgekommen ist, ist ein Kawai CA98. Okay. Und dann, wenn du wirklich findest, das ist eine gute Sache, dann würde ich dir später längerfristig auch ein akustisches Klavier, also ein richtiges Klavier mit Saiten empfehlen. Weil da ist der Spielspaß einfach nochmals viel höher und das Gefühl, das sich da einstellt, das ist höher. Aber das ist nicht jedermanns Sache und nicht jedermann hat die Möglichkeit, ein richtiges Klavier zu kaufen. Okay? So. Grüße aus dem Erzgebirge. Hört sich auch gut an. Hallo. Hallo aus der Schweiz, Matthias. Hallo, wir kennen uns. So, mal schauen. Super, da kommt eine Frage. Danke, Andreas, du hast mir das eingeblendet von Renato. Wie wichtig ist es, dass ich den Bassschlüssel lerne? Sind die Bassnoten doch schon beschriftet? Da weiß ich jetzt nicht ganz, was für Lehrmaterial du hast. Wenn du jetzt eine Einsteigerin bist, dann würde ich dir nicht empfehlen, dass du klassische Notation erlernst. Das ist das hier. Das ist klassische Notation. Hier habe ich den Violinschlüssel und hier unten den Bassschlüssel. Das würde ich zu Beginn nicht empfehlen, weil ich habe einfach herausgefunden, in meinen Jahren, die ich schon unterrichte, Erwachsene unterrichte, bis man da wirklich ins Musikmachen kommt, das dauert seine Zeit. Das geht halt einfach länger. Und meistens viel länger, als die meisten denken. Und da ist man 2 Jahre dran und man ist immer noch ein bisschen so am Rumstolpern und es funktioniert immer noch nicht wirklich. Und ich habe da einfach einen völlig anderen Ansatz gewählt. Ich habe da die Zappiano-Methode gegründet, erfunden. Das zeige ich noch im Detail hier später. Da hast du einen ganz anderen Zugang, vor allem einen ganzheitlichen Zugang, wo du auch viel schneller ins Musikmachen kommst. Das ist mal das Erste. Das ist sozusagen das moderne Klavierspielen, das ich unterrichte. Und später, auch wenn man etwas gezielt aufschreiben möchte, dann ist es unerlässlich, dass man auch den Bassschlüssel lernt. Aber man kann auch sehr, sehr weit kommen, ohne dass man den Bassschlüssel kann. Also nur, wenn man wirklich klassische Literatur spielen möchte, wie das Stück, das ich vorhin gespielt habe, dann ist es unerlässlich. Dann musst du den Bassschlüssel können. Wenn du aber sagst, ich möchte für mich Songs begleiten, ich möchte einfache Sachen spielen, möchte vielleicht Jazz spielen, was improvisieren, so wirklich das moderne Klavierspiel, dann ist das nicht zwingend nötig. Also ich bin das beste Beispiel dazu. Ich kann sehr schlecht Bassschlüssel lesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Jenny. Bei mir ist es manchmal wie ein Knoten im Hirn. Ich übe die fliegste Stelle isoliert, bis es klappt. Aber sobald ich das Stück vom Ganzen spiele, stolper ich wieder darüber. Ja, okay, das ist weit verbreitet. Ich sehe, da ist nach irgendeiner Kamera ausgestiegen. Ich weiß jetzt nicht ganz warum, aber es tut der Sache keinen Abbruch. Ich kann ja diese Kamera da benutzen. Hm? Okay, gut. Jetzt also.
Ich gehe jetzt mal hin. Jetzt, das ist diese Stelle. Also, das Erste, was ich jetzt mache, ist folgendermaßen. Oh, für diejenigen, die zum ersten Mal live sind und die mein Angebot nicht kennen, die Zapiano nicht kennen, ich werde ganz kurz nochmals eine Einführung geben. Also das hier, das stellt sicher, diese Grafik, diese simple Grafik, dass du kreativ und strukturiert gleichzeitig lernst. Und zwar mit allen Sinneskanälen. Du kannst dir vorstellen, Musik besteht immer aus drei verschiedenen Elementen. Immer, egal welche Stilrichtung. Das ist immer Harmonik, Melodik und Rhythmik. Und das Tolle ist, auf dem Klavier können wir diese drei Elemente super gut alle abbilden. Das können wir, auf der Gitarre geht es noch, auf einem anderen Instrument, auf der Harfe vielleicht noch, ja, da geht es auch, aber sonst auf anderen Instrumenten, auf Blasinstrumenten geht es nicht. Aber wir Pianisten, wir haben ein orchestrales Instrument, wir können alles abbilden hier. Und was die meisten machen, was ich herausgefunden habe, ist einfach, sie kombinieren diese drei Elemente gleichzeitig, also sie lernen das gleichzeitig, meistens übers Auge und dann wird die Taste gedrückt. Das hat zur Folge, dass man im Moment ein gutes Erfolgserlebnis hat, dass man sagt, oh, jetzt kann ich ein bisschen was drücken. Und wenn man aber länger damit arbeitet, dann merkt man eigentlich, dass man nur Tasten drückt und nicht wirklich Klavier spielt. Das passiert irre vielen Leuten und die meisten denken dann von sich, ja, sie seien unmusikalisch oder das kriege ich nicht hin und andere können das besser, man muss talentiert sein, solches Zeugs. Das ist falsch. Das ist komplett falsch. Weil wenn du das völlig anders lernst, das werde ich jetzt danach noch ein bisschen demonstrieren, wenn du alle Sinneskanäle mit einbeziehst und nur Teilbereiche zum Teil lernst, also nur zum Beispiel Akkorde, diese verstehst, diese hören lernst, diese drücken lernst, all diese Sachen, sobald du kleine Lernschritte verinnerlicht hast, kannst du sie intuitiv wieder hervorkramen, hervorholen und dann beginnst du wirklich Musik zu machen, ab diesem Zeitpunkt. Und alles andere ist mehr oder weniger Tastendrücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch so meine Erfahrung, die ich einfach gemacht habe. Also, das hier ist die Zapiano-Methode. Ich erkläre das super ausführlich mit allen Lernschritten in meinen Online-Kursen auf zapiano.com oder klavierlernen.ch. Okay, so weit, so gut. Jetzt, also, zunächst einmal, wenn du so ein Ding hast, so eine Stelle, ich hoffe, ihr habt das Blatt heruntergeladen, hier, ich werde jetzt nur diese Stelle beleuchten. Das erste einmal ist, okay, du schaust dir die Noten an. Das ist klar. Also wenn du jetzt Noten vor dir hast, so, du schaust sie dir an und dann, klar, kannst du diese überhaupt benennen? Also wenn du das nur siehst, sind das irgendwelche kryptischen Zeichen für dich? Oder kannst du das wirklich benennen und sagen, okay, da habe ich ein D, da habe ich ein B, da habe ich ein G, da habe ich ein F und so weiter. Das ist wichtig. Das ist immer das Erste. Also wenn du diese Noten nicht entziffern kannst, macht es nicht viel Sinn, dieses Stück überhaupt einzuarbeiten. Und diejenigen, das sehe ich auch vielfach, die die einzelnen Noten markieren mit Buchstaben, da würde ich wärmstens davon abraten. Weil dann, ab diesem Zeitpunkt, vermischst du mehrere Lernschritte miteinander, dein Verstand ist überfordert und das dauert irre lange, bis du es kannst. Ich zeige im Pianostarter ganz detailliert auf, wie man die Sachen lernt, wie man sie verinnerlicht, so dass man sich auch wirklich abrufen kann, im Moment, sofort. Also super wichtig. Also wenn du auch zu denen gehörst, die die Noten so notieren mit den Buchstaben, tu das nicht. Lerne die Noten wirklich gezielt, einzeln, für sich, also gesondert von einem Stück. Und dann, wenn du das Stück wieder vor dir hast, dann werden dir diese Art von Informationen zufliegen, per sofort. Okay. Das ist dasselbe. Also zuerst habe ich die Noten gelesen und dann ist wichtig, dass ich das auch merken kann. Das bedeutet hier, ich befinde mich nur im Kreis Melodik und ich weiß, wie diese Noten heißen. Du siehst, ich habe diese Lernschritte einfach unterteilt und die sind dann sehr einfach, um zu managen für jedermann. Und wenn ich das gut geübt habe, also wenn das schon gut geht, dann werde ich das natürlich auch drücken. Und das, was die meisten machen jetzt hier, das ist völlig normal. Ich werde jetzt nur zuerst vielleicht die rechte Hand nehmen. Das war jetzt aus diesem Beispiel einfach hier. Und dann anschließend werde ich die linke Hand nehmen. Und am besten machst du das so. Das ist auch ziemlich gängig, das machen die meisten so. Zuerst rechte, dann linke Hand und dann zusammen. Am besten würde ich dir empfehlen, wenn du jetzt nur diesen Takt besonders jetzt anschaust,
dass du sowas machst. Und dann gehst du weg. Du schaust nicht mehr die Tastatur an und dann gehst du wieder hin und spielst es nochmal. Und dann gehst du wieder weg. Und dann nochmal. Das ist deshalb so, ich mache das immer so mit meinen Schülern bei diesen tricky Sachen, deine Nervenbahnen werden sich jedes Mal neu verknüpfen. Da werden sich neue Nervenbahnen bilden, wenn du weggehst und dann wieder rangehst, weil dann bist du gezwungen, nochmals diesen Denkprozess zu machen. Und je mehrere Male du diesen Denkprozess durchläufst, desto schneller kannst du es später abrufen. Ganz einfach. Jetzt sagst du vermutlich, ja, ist nicht so spaßig. Nein, ist nicht, ist auch üben. Das ist wirklich erarbeiten, aber dann kann man es. Also, ich gehe hin, ich gehe wirklich weg mit der Hand, blicke in die Kamera zu dir. Ah, okay, dann geht's. Dann schaue ich den Bassschlüssel an und dann habe ich das hier. Genau. Genau dasselbe. Ich gehe weg, ich schaue die Tastatur an oder die Noten und dann kannst du auch irre langsam spielen. Also ich selber, ich bin kein guter Blattspieler, ich muss es mega langsam üben, also ich sage hier, okay, das ist F, G, B, D, F, G. Ah, okay, ja klar, okay. Einfach langsam und wieder weg. Und wenn das gut geht, dann werden wir es zusammen machen. Das kann jetzt nur in diesem Tempo sein. Und wieder weg. Wieder zurück. Okay. Wieder zurück, wieder hin. Okay. Wenn es langsam geht, erst wenn es langsam wirklich gut geht, dann kannst du das Tempo steigern, dann kannst du... Okay, weg und drauf. Weg und drauf. Ah, weg und drauf. Okay, das ist gängig. Was die meisten jetzt, was ich jetzt demonstriert habe, dass die gängigen Lehrmethoden, die decken sich damit. Also rechte Hand, linke Hand zusammen, langsam. Das sind alles Überkonzepte, die man kennt. Ich gehe noch ein bisschen weiter bei diesen ganzen Sachen, weil ich habe gemerkt, wenn ich nur das mache und mich nur auf das verlasse, dann bin ich schnell ein bisschen in diesem Tastendrückmodus drin. So, was mache ich, was da noch kommt? Hallo aus Zwickau. Ich habe mir anfangs aus YouTube-Videos von Synthesia die Noten als Name herausgeschrieben, danach geübt. Alleine das Herausschreiben hat mich der Klaviatur vertraut gemacht. Ja, das ist gut. Das würde ich auch empfehlen. Also alle Sachen, die du notierst, einfach nur auf Blatt Papier, dann bist du nur mit dem Auge, mit dem Verstand gefordert, okay. Und dann notierst du das und dann werden die Sachen bei dir einfach tiefer drin sein. Also ich habe eine Zeit lang irre viel Bücher, leere Notenblätter vollgeschrieben, ich habe transkribiert. Das hat mir irre viel gebracht, einfach, dass ich da einen viel tieferen Zugang habe zu Musik machen, als nur einfach was schauen und dann drücken. Okay. Hallo aus Ostwestfalen. Ja, hallo. Armin. Salut. Okay, wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Okay? Oder auch Kommentare, könnt alles hineinschreiben. Okay? Gruß aus dem Luzerner Hinterland. Elisabeth, super. Luzern, meine Lieblingsstadt. So, okay, wo bin ich stehen geblieben? Genau, ich gehe noch ein bisschen weiter, habe ich vorhin schon erwähnt. Jetzt, was ich vielfach mache, ist, es gibt einen englischen Ausdruck, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das Deutsch ausdrücken soll, ich blocke die Akkorde. Das bedeutet hier, ich mache Folgendes. Mal schauen, ob ich das habe. Genau, da liegen natürlich Harmonien darunter. Hinter diesen einfachen Arpeggios, das sind Harmonien, also jetzt habe ich den Kreis Harmonik und dann drücke ich die Sachen gleichzeitig. Also wenn ich da so hingehe, dann weiß ich, jetzt habe ich statt, dass ich sowas gemacht habe, habe ich es miteinander gedrückt. Das ist quasi wie eine Harmonik, das hört sich jetzt auch nicht wahnsinnig cool an. Das hört sich manchmal auch ein bisschen merkwürdig an, wenn man das macht. Aber es ist einfach sichergestellt, dass man die Sachen halt dann wirklich auch drücken kann. Weil der einzige Unterschied zwischen Akkorde, die Töne miteinander zu spielen und den Arpeggios, ist ja nur die Abfolge.
Und wenn ich da die Finger schon korrekt platziert habe, dann ist die Chance sehr groß, dass ich dann auch das so machen kann. Dass das natürlich dann auch geht, das ist klar. Und wenn das gut geht, dann werde ich den Takt vorher anschauen. Also ich werde den Radius jetzt ein bisschen früher ansetzen, also nicht nur das hier, sondern ich werde jetzt den Takt vorher das anschauen, mal schauen, okay, was passiert denn da? Okay, ja, ich habe es jetzt schon geübt, aber das habe ich zuerst. Und jetzt, das ist jetzt die kritische Stelle. Jetzt muss ich schauen, dass ich möglichst rasch die Finger richtig platziere. Und dann, wenn ich hier bin, das ist die Endstelle, dann blocke ich die Akkorde jetzt gleichzeitig. Also ich wiederhole es nochmals. Hört sich nicht wahnsinnig gut an, aber ich bin auch im Üben im Moment. Also. Sehr gut. Genau. Und wenn das gut geht, dann probierst du vielleicht jetzt nur diesen Ausschnitt zu spielen. Also da habe ich jetzt diese Notenzeile und dann diese, also das hier. Dann habe ich nur eigentlich diese Problemstelle. Und dann wird das Ganze, das ist dann nicht mehr so eine Blackbox, wo man denkt, oh je, meine, was passiert da? Ich habe keine Ahnung, was da so passieren soll. Sondern ich habe dann wirklich das hier. Ah, okay. Wenn das noch nicht geht, kannst du es auch blocken. Beides zusammen. Also alle Töne miteinander. Ja, okay, ah, okay. Ups, das war falsch. Genau, jetzt war es richtig. Genau. So, hä? Dann habe ich das so. Dann würde ich das immer. Ich würde da jetzt auch wieder weggehen von der Tastatur und das nochmals wiederholen. Ah, genau. Und dann beginnt es langsam zu klappen. Dann, was haben wir da noch? Jetzt wird es doch ganz spannend. Für mich sind diese Noten, so wie sie hier stehen, nicht nur einfach schwarze Punkte, die sich ein bisschen nach oben und unten bewegen, sondern da liegen Harmonien darunter. Und je mehr du verstehst von Harmonielehre, desto schneller und rascher kannst du dir ein Stück herarbeiten. Die Harmonielehre ist eigentlich so ein bisschen wie die Grammatik des Musikmachens. Man versteht die Zusammenhänge. Und so, wenn ich ein Stück vor mir habe, dann sehe ich zum Beispiel nur, ich habe ein Stück in C-Dur, erste Stufe, fünfte Stufe, erste, fünfte, fünf, sieben, erste Stufe. Das ist eigentlich ein sehr simples Stück, ein sehr einfaches Stück, aber das hilft mir enorm zu verstehen, was eigentlich passiert, was da harmonisch überhaupt abläuft. Und immer wenn man von Harmonien spricht, dann sind es immer mehr Töne, also mehrere Töne miteinander, die da irgendwie vorkommen. Und ich weiß, wenn ich mich in der ersten Stufe bewege, welche Töne sich da gut anhören. Und gerade bei so einem einfachen Stück wie das hier, dann weiß ich auch, welche Töne da drin sein werden und welche das nicht drin sein werden. Und das ist doch ein irrer Vorteil, wenn man so ein Stück einübt. Weil wenn ich ja schon weiß, was da so vorkommen wird, welche Buchstaben sozusagen da drin sind, und ich weiß, wo diese Töne sind auf der Tastatur, auf der Klaviatur, dann kann ich das Stück doch viel schneller spielen, als wenn ich wirklich einen Einzelton da zusammensuchen muss und sage, was ist denn das, was ist denn das? Und so habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das hier so habe, vom Verständnis her, meine Pianostarter-Schüler, die wissen das natürlich, da kommt das schon drin vor, das ist nichts anderes als ein C-Dur in der ersten Umkehrung, in der linken Hand, und das ist nichts anderes als ein C-Dur in der Grundstellung in der rechten Hand. Da ist es einfach in Noten aufgeschrieben. Diese Art der Information hier ist einfach eine detaillierte Schreibweise, wie man einen Akkord spielen kann, aber es ist nicht definiert, in dem Sinne, dass ich sage, okay, das ist ein C-Dur in den Umkehrungen zum Beispiel. Sondern immer, wenn es um eine klassische Schreibweise geht, da werden einfach die einzelnen Noten ganz klar aufgeschrieben und das wird gedrückt. Da gibt es auch keinen Spielraum. Also wenn man genau das Stück so spielen möchte, wie es hier steht, dann habe ich keinen Spielraum. Aber, komme ich am Schluss dazu, wenn ich noch ein bisschen Kenntnisse habe, dann kann ich dieses Stück auch variieren. Und für mich beginnt da eigentlich die Musik.
Weil ich bin nicht sonderlich interessiert, das ist meine Persönlichkeit, irgendwelche Sachen zu spielen, die jemand vielleicht 200 oder 300 Jahre früher schon mal entworfen hat, auf Papier gebracht hat. Das ist sicher eine tolle Sache, ein großartiges Kunstwerk. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich bin eher von meiner Persönlichkeit so der Typ, dass ich da schnell mal ein bisschen beginne, was Eigenes dazu zu tun, ein bisschen zu drüber improvisieren und ein bisschen was Eigenes daraus zu machen. Ist nicht jedermanns Sache, das ist mir auch klar. Für mich ist das jedoch Klavierspiel. Okay, also jetzt, hier habe ich Grundstellung, hier habe ich erste Umkehrung und dann habe ich das Ganze nur in Arpeggios gegenläufig. Das ist eigentlich alles. Und jetzt, wenn ich jetzt weitergehe, dann weiß ich, wenn ich diese Noten anschaue, dann weiß ich auch, da liegt ein G7 darunter. Und das hier ist nichts anderes als mit der Septime ganz unten begonnen. Und hier habe ich nichts anderes als ein G-Dur-Dreiklang. That's it. Und der nächste Teil ist dann noch praktisch fast dasselbe hier. Hier habe ich nochmals ein G-Dur, einfach, ich habe einen Ton weggelassen, das ist ein G7 hier. Ich habe einfach mit der Quinte begonnen. Und dann hier habe ich den zweiten Teil des G7 gespielt oder ein B-Verminder gespielt. Das ist reine Harmonielehre. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist ja irre kompliziert, was der da erzählt, das werde ich nie schaffen, vertrau mir. Du kannst das lernen, das geht. Ich habe diesen Prozess schon hunderte Male mitverfolgt mit Erwachsenen, mit meinen Online-Schülern. Das geht, weil du bist ja gewohnt aus deinem täglichen Arbeitsumfeld, dass du viel schwierigere Informationen erarbeiten kannst und lernen kannst und täglich mit sehr komplexen Vorgängen zu tun hast. Bin ich absolut überzeugt davon. Weil in unserem Breitengraden, in unserer Informationsgesellschaft, da haben wir es ständig mit irgendwelchen Systemen zu tun, irgendwelchen Prozessen und Abläufen, die muss man sich merken können. Und das hier ist nichts anderes. Es ist sogar auf diesem Niveau noch ein bisschen einfacher, um ehrlich zu sein. Du siehst, dass ich mache hier nicht ein Riesengeheimnis daraus. Also, dann weiß ich, okay, ich habe in G7 hier auch, okay. Und mit diesen Informationen kann ich natürlich auch, erste Umkehrung, jetzt habe ich ein G7 hier und ein F. Und jetzt habe ich sofort einen viel tieferen Zugang natürlich. Einfach nur, weil ich das einmal konkret gelernt habe. Ich habe auf meinen Websites auch einen kompletten Harmonielehre-Kurs. Das ist der Kurs Chords and Scales. Da erkläre ich die ganze gängige Harmonielehre, was es wirklich braucht, ist da drin. Und was du nicht brauchst, das ist auch nicht da drin. Das ist doch ganz wichtig, weil wenn du Harmonielehre-Bücher dir anschaust, ich habe eine ganze Bibliothek zu Hause von irgendwelchen Büchern, da wird manchmal die Musik dermaßen seziert und das ist ein Haarenspalterei aus meiner Sicht. Und ich denke, Mensch, wo ist denn da die Musik? Und der Vorteil ist natürlich bei einem Online-Kurs, ich demonstriere die Sachen hier direkt am Klavier, sodass du wirklich einen Bezug hast zu dem, was du da lernst. Ich schaue mal auf den Chat, ja, da läuft ja was. Hallo aus Bamberg, Österreich, Hubert. Hallihallo. Im Bassschlüssel ist das F das gleiche wie im Violinschlüssel. Nein, Elisabeth, das ist nicht das gleiche. Ist D das... Ja, ich habe die Frage jetzt nicht ganz verstanden. Also es verschiebt sich dein Bassschlüssel. Ich erkläre das im Pianostarter ausführlich, was es da auf sich hat, wenn man mit dem Bassschlüssel da arbeitet, wie sich das verschiebt. Es ist ja, ich glaube, Elisabeth ist eine Schülerin von mir, es ist nicht mega wichtig, dass du es jetzt kannst im Moment. Das kommt dann später. Ich würde mich nicht darauf fokussieren im Moment. Möchte mit Zapiano anfangen? Bin schon gespannt, wie es wird. Ja, Hubert, da freue ich mich doch drauf. Also du kannst auf Zapiano, kannst du schon für 29 Euro, kannst du da den Pianostarterkurs buchen und du kriegst per sofort nach Registrierung kriegst du das komplette Lehrmaterial des ganzen Pianostarters. Da sind über 125 Videos drin, über 12 Stunden Lehrmaterial und du kannst da ganz gemäß deinem eigenen Lerntempo da durchgehen. Das Abo für 29 Euro, das ist einfach wiederkehrend, das erneuert sich einfach jeden Monat neu. Du kannst es aber jederzeit mit nur einem Klick unterbrechen oder pausieren und dann später weitermachen. Ganz wie du möchtest. Okay, gut. Also, das war die ganze Harmonielehr-Sache. Also wenn ich das verstehe, dann habe ich einen einfacheren Zugang. Und jetzt, was dann noch hinzukommt, ist das Gehör. Ich höre mit meinem inneren Ohr
was ich spiele, bevor ich die Tasten drücke. Also ich habe sowas. Ich kann die Sachen singen, nicht weil ich jetzt ein extrem begabter Sänger wäre, bin ich nicht, aber ich höre die Sachen mit meinem inneren Ohr. Also ich habe sie doch zuerst geübt. Es wäre ein hoher Anspruch, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme das Blatt und singe dann genau das, was hier steht. Das können Leute gut, die lange im Chor, in Chören gesungen haben, das funktioniert da gut. Für mich wäre das ein bisschen schwieriger jetzt, aber wenn ich das einmal gespielt habe, da, du, da, da, du, di, da, 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 di, da, 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 du, da, da, di, da, 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 du, di, da, 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 das gemerkt, das, was ich jetzt gespielt habe, habe ich gleichzeitig gesungen. Einfach eine Oktave tiefer, von meiner Stimmlage her. Aber das bedeutet, dass diese Noten eigentlich in dem Moment ziemlich lebendig werden für mich. Das ist nicht mehr irgendwie nur Druckerschwärze für mich und irgendwelche, mal schauen, wo das jetzt ist, sondern es ist wirklich Musik für mich. Und wenn ich die Sachen höre mit meinem inneren Ohr, wenn ich sie spiele, dann neige ich mir dazu zu sagen, dass du keine Fehler machst. Nein, keine wäre übertrieben, aber die Chance, dass du dich wirklich enorm verspielst mit diesem ganzen Wissen von Fingersätzen, Harmonik, geblockte Akkorde, Verständnis, Harmonieverständnis und Gehör, dass du dich da massiv verspielst, diese Chance, die verringert sich einfach enorm. Sag's mal so. Also wenn ich jetzt hier bin und mache so, das wird dir vermutlich nicht mehr passieren, weil wenn die Fingersätze einfach klar sind, genau wie ich es jetzt erklärt habe, dann wirst du dich zum Teil verspielen, aber du kannst es dann sofort ein bisschen rumdrehen. Das gebe ich dir jetzt noch ein Beispiel dazu. Okay, macht das soweit Sinn? Habt ihr Fragen? Frage von Ute. Hallo Ute. Wäre es dann am sinnvollsten, nach dem Pianostarter den eben von dir erwähnten Kurs anzufangen? Dann müssen die nächsten Kurse einfacher werden. Das ist eine gute Frage, Ute. Das kommt doch ein bisschen auf dein Ziel drauf an. Also ich habe Schüler, die sagen, weißt du, ich möchte das Musikmachen wirklich verstehen. Das ist enorm wichtig für mich. Ich möchte alle Tonarten können. Ich habe auch so Leute in der Facebook-Gruppe drin, die wirklich da hineingehen mit Kärtchen und das wirklich lernen und machen wollen. Super gut, absolut gut. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ich bin jetzt nicht so der Verständnistyp, ich möchte mehr spielen. Das kann zum Beispiel sein, ich habe auch einen Boogie-Woogie-Kurs, wo man halt eher solche Sachen spielt. Genau, sowas in dieser Art. Und das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit Verstehen zu tun, sondern das sind die Leute, die eigentlich einfach nur spielen wollen. Und das kommt jetzt ein bisschen auf dein Ziel drauf an, was du erreichen möchtest. Du kannst jeden einzelnen Kurs einzeln buchen. Du kannst bei jedem Kurs ja auch nur eine Probelektion mal runterladen, mal ein bisschen hineinschauen, wie das Ganze so funktioniert. Und wenn dich ein Kurs anspricht, dann kannst du diesen auch monatlich buchen. Oder wenn du jetzt schon im Pianostarter drin bist und wenn dir das gefällt, was ich da mache, dann kannst du auch in den Pianoclub kommen. Im Pianoclub, da kriegst du dann wirklich alle Kurse gleichzeitig und du kannst immer auch hin und her switchen zwischen allen Kursen. Und was ich vielleicht noch gar nicht so erwähnt habe auf meinen Websites, ich mache immer im Frühling mache ich ein Piano-Club-Treffen. Da lade ich euch alle ein zu einem reichhaltigen, super leckeren Diner. Und da haben wir ein Meet and Greet und ihr erfahrt dann noch die letzten News, was bei mir so hinter den Kulissen da so läuft. Also ich freue mich da immer, meine Kunden da zu treffen. Das ist immer lustig, weil die meisten Leute, die kennen ja mich oder sie kennen mich einfach ein bisschen von den Videos. Sie denken mich zu kennen. Und ich kenne die Leute ja dann noch nicht und das ist immer eine spannende Sache, sich da auszutauschen und auch zu merken, andere haben ganz ähnliche Probleme. Und das kennst du vermutlich schon auch schon von der Facebook-Gruppe, da tauschen sich die Leute auch schon toll miteinander aus und jeder merkt, ich bin nicht alleine, die anderen stehen da und die üben auch, die müssen auch üben, um was zu erreichen. Gut. Da gehe ich mal weiter. Wie übe ich am produktivsten, wenn die rechte und die linke Hand nicht den gleichen Takt haben? Also, Damaris, vermutlich ist das ein Verständnisdings. Also den gleichen Takt werden Sie vermutlich haben, nehme ich mal an, weil der Takt, der ist gegeben. Die Takt ist einfach, das ist nur die Unterteilung der Pulsation,
meistens in 3 oder 4 Schläge, in der Regel wird das sein. Das war jetzt ein 6/8, den ich da gespielt habe. Wenn du das jetzt nicht um den Finger kriegst, klar, da gibt es jetzt mehrere Ursachen natürlich. Also es kann sein, dass es technisch einfach viel zu schwierig ist für dich, was du machst. Was ich auch empfehle, ist einfach den Deckel zu schließen. Oh, jetzt sieht man noch den Staub hier. Oh, Schreck, oh, Schreck. Egal, lassen wir es mal so stehen. Und dann kannst du die Rhythmen einfach klopfen. Also da, wenn du die Rhythmen klopfst, dann hast du eigentlich die ganzen Finger da weggelassen. Und dann kannst du nur wirklich sowas machen. Oder sowas in dieser Art. Und das sollte, ups, ja, das sollte irgendwie mühelos für dich vonstatten gehen, sowas in dieser Art, wenn du das klopfen kannst. Und wenn das gut geht, dann gehst du nochmals zurück zum Spielen und dann würde ich dir empfehlen, dass du es einfach ganz langsam spielst. Wirklich langsam, weil dein Gehirn braucht Zeit, diese Bewegungen zu verarbeiten. Ich stelle das dann fest, wenn meine Schüler mir was vorspielen und mir sagen, weißt du, ich kann es nur schnell spielen, ich kann es nicht langsam spielen. Das ist eine reine Konditionierung von Fingern und Händen, wo der Verstand aber gar nicht mitkommt, was da passiert. Und diese Leute haben ihre panische Angst vor einem Blackout. Ist ja völlig klar, weil der Verstand das gar nicht verarbeitet hat, was da dazu kommt. Aber ich müsste da Maris, ich müsste ein bisschen konkreter noch das Beispiel sehen von dir. Du kannst mir eine E-Mail machen, über das Kontaktformular was schicken oder ich glaube, du bist auch eine Schülerin von mir, du kannst auch über die Facebook-Gruppe kannst du auch was hochladen da. Gell? Noten lesen und mit der rechten Hand spielen geht, ja, aber sobald die linke Hand einsetzt, ist es vorbei. Ja, da würde ich dir Folgendes raten, Hubert. Wenn du irgendein Stück spielst, ich mache das viel bei meinen Stücken, die ich übe. Wenn ich merke, okay, beides zusammen ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, das Stück ist jetzt neu für mich, dann spiele ich nur die Melodie mit der rechten Hand und nur die Bassnote mit der linken Hand. Weil dann habe ich im Wesentlichen, sobald die Pulsation dazukommt, also mit den ganzen Rhythmen, dann habe ich im Wesentlichen eigentlich schon das Musikmachen drin, in der einfachsten Art. Das kann sowas sein zum Beispiel. Ich gebe dir zum Beispiel. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, das ist ein bisschen unüblich für mich. 1, 2, 3, 4. Ziemlich tricky für mich, weil ich noch nie so gespielt habe, dieses Stück. Wenn ich das ganze Stück spiele, würde ich das so hören. Dann habe ich 1, 2, 3, 4. Also ich habe jetzt nur zunächst Melodie gespielt, da die Bassnote. Ich habe noch einen kleinen Trick angewandt, gebe ich zu. Ich habe die Sachen ziemlich auseinandergezogen. Das macht man im Jazz vielfach so. Du kannst es auch einfacher spielen, so wie es zum Beispiel geschrieben ist auf einem Liedsheet, dann wird es sich das so anhören. Das ist die einfachste Art, wie du ein Stück eigentlich spielen kannst. Aber du hast gemerkt, das ist eigentlich schon ein Stück. Also man hört die Melodie, man hört die Bassnote, da hört man schon ein bisschen die Harmonien auch raus von diesem Stück. Und danach würde ich das Ganze dann aufbauen. Das ist eine völlig andere Art zu üben, als die meisten das kennen. Die meisten gehen so hin und wollen das irgendwie, wenn sie Jazz lernen, wollen sie sowas haben, dann so in dieser Art. Das zu drücken in Tempo, das erfordert einfach mehr Spielpraxis. Und wenn du lange in einem Stück übst und du merkst, du kommst wirklich nicht die Bohne vorwärts, dann ist es einfach zu schwierig. Das ist ein einfacher Gradmesser sozusagen. Na, Tom Dooley, jetzt kommt meine Piano-Starter-Facebook-Gruppe. Genau.
So, zu Weihnachten gab es für mich ein Digitalpiano, danach deinen Kawaii-Einführungskurs. Du hast mich mit deinem Ansatz direkt abgeholt. Spiele sonst Gitarre, tipptopp. Danke, Michael, das freut mich. Wenn du weitermachen möchtest nach diesem Kawaii-Klavier-Einführungskurs, dann kannst du dann den Pianostarter auch buchen, du kannst dich da registrieren. Was du jetzt bekommen hast, ist eigentlich nichts anderes als die ersten zwei Module des Pianostarter-Kurses. Der Pianostarter-Kurs hat dann 10 Module mit natürlich gleich viel Videos in den ersten zwei Modulen drin. Okay? So. Da bräuchte ich mal einen Termin für das Treffen, will Urlaub machen in der Schweiz. Ah, das ist der Andreas. Ja, ja, genau. Kommt dann. Ich denke mal, du wirst dann auch dabei sein, Andreas. Gell? Am nächsten Treffen, alles klar. Ich habe Probleme mit der Unabhängigkeit der linken und rechten Hand. Getrennte Übung läuft super, nur wenn ich zusammenspiele, da gehen die Akkorde wie die Notenlänge der Melodie. Ja, genau. Kirstin, ich glaube, du bist auch eine Schülerin von mir. Ich glaube, du stehst auch noch am Anfang. Hab Geduld. Es braucht seine Zeit. Das, was ich da mache, das habe ich den letzten gut 20 Jahren mir erarbeitet. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Ich habe es erarbeitet. Gell, du brauchst einfach Zeit. Beispiel Tom Dooley. Ja, genau. Das ist noch ein bisschen ein schwieriges Beispiel. Du kannst auch die einfachen Beispiele einfach noch mehr spielen. Der Tom Dooley, da habe ich ein bisschen vorgegriffen im Pianostarterkurs. Da haben sich ein paar Leute schon die Zähne ausgebissen, aber die haben es auch hingekriegt mit der Zeit. Aber man muss ein bisschen mehr üben, um das spielen zu können, gebe ich zu. Frage von Christine. Es gibt Taktarten, die ich einfach erhören kann. Andere fallen mir unwahrscheinlich schwer. Kannst du ein paar Tipps geben? Ja. Es kommt ein bisschen auf die Musik drauf an. Ich würde dir empfehlen, dass du nicht zu komplexe Musik dir anhörst und dann probierst du die Position zu fühlen. Also, wenn ich jetzt nur auf dem Piano was spiele, ist es für die Sache, die ich vorhin gespielt habe, das ist für die meisten, sag ich mal, ein bisschen ungeübten Zuhörer auch ziemlich schwierig, da herauszufinden, was für eine Taktart das darunter liegt. Weil ich habe keinen Bass, kein Schlagzeug da, ich selber fühle aber die Pulsation während dem Spielen. Und jemand, der sich ein bisschen auskennt mit Solo-Piano, der fühlt das natürlich dann auch. Und ich denke mal, wenn du sagst, du hast Schwierigkeiten, dass du einfach zu schwierige Sachen probierst zu hören und da die Position probierst zu fühlen. Ich würde dir empfehlen, dass du ganz einfache Sachen spielst oder probierst zu hören. Das können Volkslieder, Kinderlieder sein, Popsongs. Da beginnst du mitzuzählen, wenn du merkst, da hast du Sicherheit gewonnen. Dann denkst du, ah, das ist cool, das kann ich. Dann probierst du nur was leicht Komplexeres da mal rauszuhören. Aber vermutlich probierst du dich einfach an zu komplexe Sachen da reinzuhören. Ich habe gelesen, Piano bei ihr sollte 2017 neu aufgelegt werden. Kommt es 2018? Oh, das ist eine gute Frage, Annette. Ja, genau, du bist auch eine Schülerin von mir. Ja, ich denke mal, das kriege ich hin. Ich habe irre viel zu tun derzeit. Ich mache das Practice Kit. Ich bin das Practice Kit derzeit am fertig erstellen. Dann kommt noch eine neue Version von Pianostarter. Da kommen noch ein paar Sachen hinzu, ein paar Sachen weg. Ich werde noch ein paar kleine Sachen ändern. Und Piano bei ihr. Ich habe den Kurs mal live geschaltet gehabt. Der ist aber uralt geworden und hat dann diesen ganzen Niveau, wurde der einfach nicht mehr gerecht, was ich jetzt da so mache. Weil über die Jahre hindurch habe ich ja auch mehrere Erfahrungen sammeln können. Und der war noch auf Schweizerdeutsch da und den möchte ich euch nicht zumuten in Deutschland. Aber kommt. Du hast ja auch schon Gehörsachen drin im Pianostarter. Ich habe da ein paar Sachen rausgenommen aus dem Piano bei ihr Kurs und habe die in den Pianostarter reingetan. Ich habe mit einem Rhythmuskurs angefangen. Der ist super und hilft da ungemein. Das ist schön. Danke, Jenny. Überfordere dich da nicht, gell? Wichtig, ich habe da, du bist ein Piano-Club-Mitglied, glaube ich, von mir in dem Fall. Gell? Der geht irre weit, gell? Also nimm nur die ersten Videos aus den Modulen und fühl dich da ein bisschen hinein, gell? Es hat da wirklich schwierige Sachen, tricky Sachen drin. Aber es ist super, wenn du den Rhythmus im Körper lernst zu spüren, dann merkst du, wie das Ganze halt einfach sich mit der Zeit überträgt aufs Klavierspiel. Und das ist irre cool. Wage nochmals eine Frage zu E-Pianos. Ja, das ist gut. Was hältst du zum Beispiel von portablen Kawaii ES8? Wäre es als Ergänzung zu unserem guten Akustik-Piano gedacht? Ah, du hast schon ein Akustik-Piano. Ja, super. Ja, das könnte ich dir empfehlen. Das ist ein gutes Piano, das du auch mitnehmen kannst. Das ist ja ein Stage-Piano. Ja, das ist gut.
Oh, Tobias will doch noch weiter und nicht nur am Pianostarter hängen bleiben. Ja, Kerstin, du bist aber noch nicht so lange bei mir. Weißt du, es gibt Leute, die haben ein Jahr lang mit dem Pianostarter. Also wenn man das Material wirklich verinnerlichen möchte, was ich da erkläre im Pianostarter, und man ist noch ein Einsteiger, dann braucht man erfahrungsgemäß, einfach gemäß meiner Erfahrung, etwa 12 bis 18 Monate. Es kommt durch sehr auf deine Übepraxis an, wie viel du übst, wie konzentriert und wie fokussiert du übst, das ist eh klar. Aber so Erfahrungswerte von Pianisten, die berufstätig sind, dauert etwa 12 Monate. Meine Familie wundert sich schon manchmal, wenn ich klatschend und schnalzend am Tisch sitze. Jenny, ja, cool. Genau, meine auch, kenne ich doch. So. Also, jetzt, ich glaube, da kommen keine Fragen mehr. Habt ihr irgendeine Frage zu dem da? Weil wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe heute Morgen ein Interview geführt. Ich werde heute mal kein Live-Interview machen. Ich habe das Live-Interview heute Morgen schon gemacht und werde das danach einfach einspielen für euch. Das ist ein Piano-Club-Mitglied von mir. Und ja, hört auch mal hin, was sie danach zu erzählen hat. Aber ich schaue noch ein bisschen auf den Chat, was da noch so kommt. Frage von Klaus Richard. Kann man den Entertainer auch ohne Bassschlüssel spielen? Ja, natürlich. Kannst du machen. Du musst einfach wissen, was für Harmonien das darunter liegen. Ich glaube, es ist in E-Dur. Das ist so ein 1-4-5-Ding. Es ist nicht super schwierig. Da müsstest du dich an eine Fachperson wenden, irgendein Klavierlehrer, der soll dir das einfacher aufschreiben. Wo du zum Beispiel jetzt nur mit der linken Hand die Bassnote spielst oder dann vielleicht nur zwei Töne gleichzeitig, aber noch keine Arpeggios oder solchen Sachen. Also ich habe das Stück jetzt nicht im Repertoire, ich kann es jetzt nicht genau demonstrieren, aber das Prinzip ist dasselbe. Übe einfach nur die rechte Hand und dann mit der linken Hand nur die Bassnote des Stücks. Und dann schau, dass du wirklich in diesen Groove hineinkommst. Das ist ja ein grooviges Stück. Also wenn du das so stolpernd spielst, dann hört sich das nicht gut an. Also wichtig ist wirklich, dass du da in den Fluss reinkommen kannst. Ich übe 2 bis 3 Stunden täglich, Kerstin. Puh, das ist cool. Da übst du ja mehr als ich derzeit. Cool. Hey, wow, ich bin stolz. Toll, solche Online-Schüler zu haben. Wirklich cool. Okay, ich sehe, da kommt jetzt keine neue Frage mehr. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich würde das für heute jetzt beenden. Du bist scheiße. Danke, Nikolas. Das freut mich. Super. Danke für deinen Kommentar. Wirklich cool. Dann würde ich das für heute beenden. Jetzt das Live-Interview mit Biggie. Das wird jetzt eingespielt werden. Und dann hört doch einfach mal hin, was die da so zu erzählen hat aus ihrer Erfahrung. Ihr werdet merken, ihr seid nicht alleine. Ihr geht es genau gleich wie vielen anderen auch. Und ich werde wieder einen Newsletter machen, wenn ich nächstes Mal live bin. Am besten abonniert ihr mich auch auf den Facebook-Sites zapiano.com oder klavierlernen.ch auf Facebook. Und da werdet ihr dann auch erfahren, wenn ich wieder live bin. Oder ihr könnt auf meinen Websites auch irgendeinen Kurs herunterladen, eine Probelektion. Und da könnt ihr mich auch ein bisschen besser kennenlernen. Und ihr werdet dann auch eine E-Mail bekommen, wenn ich nächstes Mal live gehe. Das wird in der Regel am Montag sein. Da ich jetzt gerade ein bisschen Saison habe und das Telefon so viel klingelt und ich so viele E-Mails habe, Anfragen und das Practice-Kit am Machen bin, werde ich jetzt diesen Turnus von wöchentlich live im Moment nicht machen können. Aber wenn ich nächstes Mal live bin, dann werde ich natürlich das wieder dann euch mitteilen vorher. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Interview mit Biggie. Okay, also eine gute Zeit und einen schönen Abend. Dass ich das jetzt kann, aber es hat mich nicht befriedigt innerlich. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich was Neues lernen sollte, dann hat es nicht geklappt. Also habe ich wieder zurückgegriffen auf das, was ich ja schon konnte. Und so bin ich immer mehr oder weniger auf dem gleichen Level geblieben. Okay.
Und dann habe ich mich mit dem Klavierlehrer nicht sonderlich gut verstanden und dann hat es irgendwann so einen riesen Knall gegeben. Also das heißt, ich muss vielleicht Ein dazu Knall. erklären, ich bin gesundheitlich, werde ich immer wieder außer Gefecht gesetzt und kann dann auch längere Zeit nicht zur Arbeit, auch längere Zeit nicht spielen. Und das hat mein Klavierlehrer überhaupt nicht verstanden und hat dann immer gesagt, ja, aber das solltest du können. Jetzt sagt es, das hast du schon so lange, das solltest du einfach können. Und das hat mir wieder so einen Druck gegeben, dass ich einfach wirklich hingeschmissen habe. Hast du dich dann dadurch gesetzt gefühlt, ja, klar. Genau. Ich habe aber dann in der Zwischenzeit, hab ich irgendwann gedacht, das muss am E-Piano liegen, weil ich stelle den Strom an, also ich kann ja da keine Gefühle reinbringen. Das war mir irgendwie noch logisch, diese Überlegung. Und habe mir dann ein klassisches oder wie sagt man, ein normales Klavier gekauft, Ein akustisches, ja. ein akustisches. Und am Anfang habe ich mir total eingeredet, jetzt hast du Gefühle drin, aber was natürlich völliger Blödsinn war. Aber die Schwingungen sind schön, oder? Das ist Also doch ein ich bin's, Unterschied. ich möchte nicht mehr tauschen. Also ich Okay. bleibe beim akustischen Ja, Klavier. Für mich stimmt das. Aber ja, das Klavier ist auch noch gleich alt wie ich. Da haben wir eine Verbindung zueinander. Okay. Und ich habe dann, als ich aufgehört habe mit dem Klavierlehrer, dachte ich, ja, ich bringe mir das selber irgendwie bei. Und es ist natürlich nochmals absoluter Blödsinn. Bin dann so ins Internet gucken gegangen, so was es so gibt an Online-Kursen. Bin da auf jemanden gestoßen, habe ich so ein Probeabonnement gelöst oder ein paar Tage Gratis-Abonnement, ich weiß es gar nicht mehr recht. War so ziemlich begeistert davon. Und in dieser Zeit kam dann ein Kollege von meinem Lebenspartner und hat gesagt, geh mal schauen, der Sven Hefliger aus der Schweiz macht das auch. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe ja jetzt jemanden, habe dann aber trotzdem gegoogelt und habe dann auch bei dir einen Schnupperkurs, glaube ich, weiß gar nicht mehr, oder kann man Ein auch ein paar Tage, Probedings. habe dann da auch gelöst und für mich war klar, jetzt habe ich es. Du hast mich von der ersten Minute an deine Art angesprochen, einfach deine ruhige Art und was mir halt so absolut imponiert und wo ich wirklich auch schallend lachen kann, wenn ich am Klavier sitze, wenn du über dich selbst lachen kannst. Ah ja, Du das hast passiert hier und da. so ein paar Episoden in den Filmchen, wo du einfach drauf loslachst, weil du dich irgendwie versprochen hast oder verspielt hast. Und ja, das gefällt mir, das macht dich so menschlich halt auch. Authentisch, oder? Ich möchte sie auch so behalten. Ich mache das ja auch Und da bewusst so. einfach auch deine ruhige Art, das imponiert mir. Und ich bin jetzt seit einem guten Jahr dabei, habe den Starter durch. Am Anfang ging es natürlich relativ schnell, da ich ja schon Klavier spielen kann, oder? Aber es hat Also dann Vorkenntnisse mitgebracht, das ist klar. recht schnell angezogen und für mich war das so, ganz am Anfang dachte ich, was mache ich da? Das kann ich ja schon, ich kann ja die Noten schon. Ich weiß ja, was Viertelnoten sind, Achtelsnoten und so weiter. Habe aber wirklich von Anfang an jedes Video durchgeackert, sage ich mal. Konnte am Anfang gerade weiter ans Nächste, aber natürlich nicht sehr lange. Und dann war auch ich gefordert. Und was mir einfach absolut gefallen hat, wie die Akkordumkehrungen. Das habe ich in den paar Jahren, die ich bei einem Klavierunterricht war, noch nie davon gehört. Und da könnte ich ganz viele Beispiele aufzählen. Oder auch mit dem Improvisieren. Oder wenn ich eine Melodie mit der rechten Hand klimpere, dann habe ich auf einmal eine Idee, was als Begleitung links dazu passen könnte oder würde. Und trotzdem habe ich dann gemerkt, da gibt es x Möglichkeiten, ob jetzt das ein klassischer Akkord ist oder Arpeggios oder was auch immer. Und das hat mich dann auch wieder überfordert, da ich dachte, Mensch, das ist quasi eigenverantwortliches Lernen und das ist in meiner Generation noch ziemlich schwierig. Wenn man mir sagt, mach das und das, dann mache ich das problemlos. Aber wenn ich so eine Auswahl kriege,
dann bin ich recht schnell überfordert. Ah, okay, das ist spannend. Und ich bin jetzt im Piano-Club und momentan bin ich gesundheitlich wieder außer Gefecht gesetzt, aber für mich ist das Klavierspiel eine Oase. Das ist ganz schön. Das gibt mir Kraft, das kann mir niemand wegnehmen in diesem Sinne. Mhm. Und es kann sein, vor etwa 2 Monaten noch habe ich mich ans Klavier gesetzt und ich wusste, ich habe in gut einer Stunde einen Arzttermin. Kein Problem, ich spiele jetzt 20 Minuten und dann mache ich mich fertig und gehe auf den Weg. Und ich habe mich so verloren in diesem Klavierspiel, als ich auf die Uhr gesehen habe. Ich hatte 2,5 Stunden nicht mehr auf die Uhr gesehen, der Arzttermin war flöten. Das ist das, was ich sage. Also ich möchte euch nicht animieren, dass ihr eure Termine nicht mehr wahrnehmt, aber einfach so, ich vergesse die Zeit. Es gibt dann nur mein Klavier und mich. Das und manchmal noch ein bisschen Sven dazu, natürlich. Ein bisschen. Ja, aber ich glaube, darum geht es ja. Also es geht ja nicht bei mir in meinem Programm um, dass man dann irgendwelche Tasten drücken kann, so nacheinander, sondern dass du wirklich einen tieferen Zugang hast zum Musik machen. Ja. Und das ist auch mein Ziel für alle meine Schüler. Weil nur dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr macht Musik und nicht nur einfach einzelne Tasten, dann funktioniert alles von alleine. Dann braucht es mich ja nur, eigentlich nur noch am Rande dazu, wo ich euch noch ein bisschen was Neues zeige. Oder? Ja? Die Facebook-Gruppe, die du dir gegründet hast, die ist einfach spitze. Da ja, am Anfang dachte ich, ich werde nie ein Filmchen reinstellen. Ja. Da habe ich ein Trauma von der Kindheit her, als ich vorspielen musste. Mhm. Und dann so, was mir jetzt so ein Begriff ist, der Tobias, der Jens, die haben da angefangen, ohne Scheu, ohne was. Und am Anfang dachte ich immer, ja, die können es noch besser als ich. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt stelle ich es rein. Genau, und das war super. Das ist so eine schöne Harmonie in dieser Gruppe. Also das genieße ich absolut. Genau, also mir geht es auch darum, euch noch weiter zu unterstützen. Alle meine Piano-Club-Mitglieder, die haben eine geschützte Facebook-Gruppe. Und da könnt ihr Videos von euch hochladen. Ich bin selber natürlich auch Teil in dieser Gruppe. Und ich kommentiere und gebe euch Tipps, wie ihr noch besser üben könnt. Und ich habe auch ihre Freude daran. Also wenn sich die Leute gegenseitig helfen, das ist wirklich so diese Community. Und das ist wirklich cool. Okay. Danke, Biggi. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Habe ich mal schon was vergessen? Oder möchtest du noch was loswerden? Also ich wünsche allen ein gutes neues Jahr. Ganz viele musische Stunden an ihrem Instrument. Und haltet die Ohren steil. Ja, Dankeschön. Cool. Okay. Vielen Dank, Biggi, warst du da? Ja, und wenn ihr mal Lust habt, auf ein Interview zu kommen mit mir, also ich freue mich auf alle, die was preisgeben möchten von sich, die auch was teilen möchten von sich, und dann könnt ihr euch einfach bei mir melden, über das Kontaktformular oder sonst im Facebook, also ich bin immer irgendwie zu erreichen. Alles klar. Dankeschön, Biggi. Bye, bye. Danke, tschüss, danke.